Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg plant die nächste Preiserhöhung, obwohl erst im August 2012 die Preise erhöht wurden. Und damals auch schon über der Inflationsrate, damals schon um 2,8%. Erinnern wir uns kurz, 1995 konnte man in Berlin für ungefähr 1,90 Euro zwei Stunden lang hin und her fahren. 2011 kostete dieses Ticket 2,30 Euro und jetzt, und man konnte damals dann nur noch in eine Richtung fahren, und jetzt soll das auf 2,60 Euro erhöht werden. Für Hin- und Rückfahrt erreichen wir damit über 5 Euro und ich denke, damit ist für viele Fahrgäste eine finanzielle Schmerzgrenze überschritten. Nach unserer Bewertung sind deswegen die angekündigten Fahrpreiserhöhungen bei BVG und S-Bahn schlicht dreist und ungerechtfertigt. Deswegen haben wir heute einen Antrag dazu gestellt. Wir erwarten, dass der Senat die beantragte Fahrpreiserhöhung klar und deutlich ablehnt. Aber das reicht uns nicht, denn die Schulden bei der BVG sind ja uns allen hier im Hause bekannt. Deswegen erwarten wir vom Senat mehr. Wir erwarten, dass er endlich ein nachhaltiges Entschuldungs- und Finanzierungskonzept vorlegt, ja vereinbart. Wir alle wissen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei BVG und S-Bahn, bei allen Nahverkehrsunternehmen hier ausgezeichnete Arbeit leisten. Deswegen ist es wichtig, dass wir gerade heute hier im Rahmen der Aktuellen Stunde herausarbeiten, wer eigentlich ein Interesse an den Preissteigerungen hat. Erinnern wir uns, der Senat hat im letzten Jahr erneut über 10 Millionen Euro bei der S-Bahn wegen der S-Bahn-Krise einbehalten. Und zwar, weil er selbst das Angebot bei der S-Bahn als mangelhaft bewertet hat. Deswegen hat dem Vernehmen nach die S-Bahn selbst bei der Frage im VBB, wollen wir eine Preiserhöhung oder nicht, hat die S-Bahn selbst sich wohl enthalten. Das ist, finde ich, auch richtig so. Anscheinend hat die S-Bahn da mehr Fingerspitzengefühl als der Senat, denn diese Leistung hat den Senat ja nicht überzeugt. Aber warum dann die Fahrgäste für die gleiche Leistung ihr Portemonnaie öffnen soll, das ist unverständlich. Meine Damen und Herren, es ist doch geradezu janusköpfig, zum einen wegen der mangelhaften Leistung das Geld zu kürzen, zugleich trotz dieser Leistung die Fahrpreise zu erhöhen. Ich möchte ein zweites Mal sagen, erinnern wir uns, die letzte Fahrpreiserhöhung liegt nun gerade einmal 9 Monate zurück. Begründet wurde das damals mit den steigenden Energie- und Personalkosten. Und in diesem Jahr ist die Begründung die gleiche. Da fragt man sich, mit welcher Vorausschau doch hier Verkehrspolitik betrieben wird, mit was für Energielieferanten man überhaupt zusammenarbeitet, wie diese Energielieferverträge strukturiert sind. Das scheint alles wenig überzeugend zu sein. Uns als Bündnis 90 Die Grünen, und ich glaube, dafür die gesamte Opposition hier sprechen zu können, uns ist jedenfalls der öffentliche Personennahverkehr enorm wichtig, denn er entlastet eben nicht nur die Umwelt. Ein gut angenommener ÖPNV ist das beste Mittel, um hier Verkehrspolitik zu machen, ist das beste Mittel auch, das sage ich jetzt zur CDU zum Beispiel, das beste Mittel gegen Stau. Die Menschen nutzen den ÖPNV aber nur dann, wenn sie mit dem Angebot zufrieden sind. Und bei dieser Abwägung spielt eben auch der Preis eine gewichtige Rolle. Ich sagte es schon, mit der Erhöhung wird für viele Berlinerinnen die Schmerzgrenze wohl überschritten, denn die Frage, welcher Preis ist angemessen, welchen Preis kann ich bezahlen als Nutzer des ÖPNV, das ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Und wir denken, dass diese Fahrpreiserhöhung hier den falschen Weg aufzeigt. Mit einem solchen Vorgehen wird das offizielle Ziel des Senats, den Anteil im ÖPNV auszubauen, konterkariert und es schadet auch der Wirtschaftlichkeit der BVG. Statt durch eine erneute Preiserhöhung die Kundinnen dauerhaft zu verprellen, sollten wir lieber das Bündel von Maßnahmen, was wir mit unserem Antrag aufgezeigt haben, umsetzen, um eine zügige Entschuldung der BVG hier voranzutreiben. Wir wollen die Wirtschaftlichkeit des ÖPNV durch steigende Nutzerzahlen erhöhen und deswegen ist es wichtig, nicht in immer kürzeren Intervallen an der Preisschraube zu drehen. Der rot-schwarze Senat, auch das muss man da ganz klar sagen, stellt hier eine deutliche Verschlechterung zur letzten Legislatur dar. Muss man sagen. Die Finanzsituation im ÖPNV, aber gerade bei der BVG, muss anders gelöst werden. Und dazu haben wir einige Rahmenbedingungen in unserem Antrag aufgeführt.
denn umweltfreundliches Fahren in Berlin ist vieles, aber nicht zu billig. Die guten Reserven liegen da eindeutig in einem effektiveren Betrieb und dazu möchte ich einige Stichworte sagen. Stichwort ÖPNV-Beschleunigung. Wir müssen uns endlich konsequent dran machen, die Metro- und Expresslinien der BVG zu beschleunigen. Dadurch generieren wir zusätzliche Einnahmen und ich glaube, das ist doch das Ziel, hier die BVG wirtschaftlich zu stärken. Wenn wir nur die Beschleunigungspotenziale bei Bus und Bahn in diesem Jahr ausgenutzt hätten, dann müssten wir über eine Preiserhöhung schlicht und ergreifend heute nicht debattieren. Und Herr Müller, da jetzt mal ganz konkret an Sie, in Sachen Trambeschleunigung lassen Sie sich von jemandem auf der Nase rumtanzen. Und dieser jemand hat auch einen Namen, das ist die Verkehrslenkung Berlin. Die boykottiert die Tram- und die Busbeschleunigung, Beispiel die Greifswalder Straße. 5 Kilometer für 300.000 Euro wurde das, für viele Millionen Euro wurde das eingerichtet, die Trambeschleunigung. Jetzt wurde es wieder ausgeschaltet. Jährlicher Schaden für die BVG 300.000 Euro. Das sind Ihre Hausaufgaben und die sind bis jetzt grob unerfüllt. Und der Senat, das zeigt dieses Beispiel, das zeigen weitere Beispiele, ich sage nur Busspuren, lässt das Geld geradezu auf der Straße liegen. Oder will es in Straßen verpflastern, Beispiel A100. Das ist die Schwerpunktsetzung des rot-schwarzen Senats einseitig für den Autoverkehr. Nächstes Stichwort, Steigerung der Fahrgastzahlen. Die Fahrgastzahlen steigen in Berlin schon von sich aus. Das liegt an den vielen Touristinnen, die in unsere Stadt kommen. Das liegt daran, dass wir eine wachsende Stadt sind. Das liegt auch daran, dass der ÖPNV grundsätzlich sehr gut aufgestellt ist. Da müssen wir dranbleiben, denn wir haben gesehen, dass die Fahrgastzahlen sich auch durch ein verbessertes Ticketangebot einfach steigern lassen. Und da wäre zum Beispiel ein Vorschlag, doch nochmal darüber nachzudenken, ob man die 10er-Karte nicht wieder einführt. Stichwort Energiekosten. Da kann auch noch einiges optimiert werden, denn an der Strombörse, die Preise, die steigen ja gar nicht. Die sind ja teilweise sogar gesunken. Das heißt, die BVG muss hier dranbleiben, muss sich bei den Lieferverträgen wirklich einen Durchblick verschaffen. Aber vor allem geht es auch um Neubeschaffung von Fahrzeugen, hier die Effizienz, die Energieeffizienz zu erhöhen. Das muss gemeinsames Ziel hier in Berlin sein. Letzter Punkt, Stichwort Außenbereich. Wir haben bei der BVG die Möglichkeit, 8% im Außenbereich auszuschreiben, aber das reicht doch nicht aus zu sagen, wir geben einen Teil der Verkehrsleistung einfach raus. Wir brauchen hier ein Konzept, wie organisieren wir einen exzellenten Zubringerverkehr für S- und U-Bahn. Dazu gehört ein exzellentes Park-and-Ride-Konzept, aber auch ein Bike-and-Ride-Konzept. Und da sehe ich vom Senat nichts, obwohl wir alle lesen können, dass die Park-and-Ride-Parkplätze hoffnungslos überfüllt sind. Auch das ein wesentliches Stichwort für die wachsende Stadt. Und ein letztes Stichwort, Altlasten. Das hat Herr Wolf schon angesprochen. Wobei man da schon sagen muss, da waren Sie auch mit dabei, bei aller Liebe. 2005 ist da der wesentliche Punkt und ich möchte da auch sagen, auch für die Grünen, wir haben das immer wahrgenommen, klar, aber wir sind hier Opposition. Das heißt, uns in die Verantwortung zu nehmen für politische Altlasten, das finde ich, passt hier nicht ins Bild. Das Land Berlin muss endlich die Verantwortung für die Entscheidung bei der BVG übernehmen. Und das heißt ganz konkret, dass man einen Teil der diesbezüglichen Kosten übernehmen muss. Vorschlag zum Beispiel hälftig. Denn die Verschuldung der BVG ist wesentlich auf politische Entscheidungen des Landes Berlin zurückzuführen, erinnern wir uns. Im Jahr 2005 hat Herr Wobereit die Tarifverhandlungen mehr oder minder in einem Machtwort beendet und die Schulden, die sind auf ihr Verhandlungsgeschick zurückzuführen. Die BVG konnte es seitdem nicht mehr aufholen. Ich gönne jedem Mitarbeiter da den Gewinn in seinem Gehalt, ganz klar. Aber es muss heißen, wer die Musik bestellt, der muss sie auch bezahlen. Diese Entscheidung, alleine von den Fahrgästen mit den jährlichen Fahrpreiserhöhungen bezahlen zu lassen, das ist der falsche Weg. Und dass Herr Wobereit hier auch im Hause da etwas anderes versprochen hat, das möchte ich doch mit einem Zitat belegen, Frau Präsidentin. Ich möchte mit Ihrer Genehmigung aus dem Plenarprotokoll vom 23. Februar 2012, dort Seite 570 zitieren, auf die Frage, ist es Ihre Absicht, Herr Wobereit, dass die Fahrgäste 10-15% höhere Fahrpreise bezahlen sollen, um diese Deckungslücke zu schließen? Regierender Bürgermeister Klaus Wobereit, nein, Ausrufezeichen. Gilt dieses Wort noch, Herr Wobereit? Es scheint nicht so. Sie haben sich immer sehr gerne in der Sonne der Beliebtheit geahlt. Verhindern Sie diese Preiserhöhung.
dann wird das auch wieder besser mit der Beliebtheit. Wir haben heute Ihren Antrag gestellt, um Ihnen da zu helfen, und wir fordern alle auf, dem auch zuzustimmen. Vielen Dank.